niemandem. Das gilt für jeden Bürger und jede Bürgerin Deutschlands. Also ganz egal, ob Müller, Meier oder eben Merkel abgehört werden, es muss ein Ende haben, sagt die Kanzlerin. Der Lauschangriff der NSA auf ihr Handy war das Thema auf dem europäischen Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel. Und ob ihre Kollegen, die anderen Staats- und Regierungschefs der EU, auch abgehört wurden oder werden, blieb dabei offen. Sicher sein kann sich jedenfalls niemand. Damit herzlich willkommen zum Bericht aus Berlin, meine Damen und Herren. Dass Kanzlerin Angela Merkel das Ohr von US-Präsident Barack Obama hat, ist gut und selbstverständlich unter Freunden. Dass Obama mit seinen Spionageohren unserer Kanzlerin aber heimlich zuhört, sie wohl seit Jahren ungestört abhört, das ist neu. Und es sorgt für mächtig schlechte Laune zwischen Berlin und Washington. Die weltweiten Riesenohren der NSA sind inzwischen ein Riesenärgernis. Der Ausruf "Ozapft ist" bekommt in diesem Oktober jedenfalls eine ganz neue Bedeutung. Und unsere ziemlich besten Freunde, die US-Amerikaner, sind vor allem reichlich schamlose Spitzel. Was bleibt, ist zerstörtes Vertrauen und die Frage, warum haben wir nichts gewusst? Ulla Fiebig. Das Abhören von engsten Partnern, das ist für uns in keiner Weise akzeptabel. Das war bisher nicht in meinem Vorstellungsvermögen. Unter Freunden macht man sowas nicht, das ist der Grundsatz. Aus jedem dieser Sätze spricht Enttäuschung. Die Kanzlerin wird wohl ausgerechnet von den USA abgehört. Doch die Vereinbarungen für die Geheimdienste verbieten das offenbar gar nicht. Man kann nicht sagen, jetzt haben sie das Recht, aus dieser Überwachung die Kanzlerin abzuhören. Aber man kann aber auch nicht sagen, die Vereinbarungen verbieten es, die Kanzlerin abzuhören. Also tut man es. Professor Foschepott wundert sich, dass angeblich niemand etwas geahnt haben will. Er hat erforscht, wie die Westalliierten in Verträgen und Gesetzen Überwachungsmöglichkeiten verankert haben. Sie seien damit deutsches Recht. Foschepott sagt, auch früher schon hätten Spitzenpolitiker Lauschangriffe vermutet. Alle Bundesregierungen seien mit amerikanischer Überwachung konfrontiert gewesen. Die Geheimdienstkooperation sei über die Jahre zur Staatsräson geworden. Aus dieser engen Zusammenarbeit, von der die Bundesrepublik natürlich profitiert hat, wie natürlich auch die Vereinigten Staaten profitiert haben, hat sich so eine Art nachrichtendienstlicher Komplex entwickelt, der Dimensionen erreicht hat, die wir uns als einfache Bürger kaum noch vorstellen können. Als im Sommer erstmals über Millionen ausgespähte deutsche Bürger berichtet wird, will Merkel den Aufschrei nicht hören. Auch Obama beruhigt, alles sei in Ordnung. Inzwischen gibt es Hinweise, er könnte sogar das Ausspähen der Kanzlerin über Jahre geduldet und die Ergebnisse gekannt haben. Damit ist für deutsche Innenpolitiker eine Grenze überschritten. Wir erwarten eine Entschuldigung. Und wir erwarten, dass das natürlich sofort abgestellt wird. Und vor allem, wir erwarten umfangreiche Informationen über all das, was da gelaufen ist. Das hat nichts mehr mit einem berechtigten und nachvollziehbaren Kampf gegen Terrorismus zu tun, sondern das ist Spionage. Man hat sich verstiegen. Die USA haben Ziel und Maß verloren. Und deshalb müssen sie unbedingt und sofort deutlich diese Praxis ändern, damit man sich überhaupt noch in die Augen schauen kann als Partner und Verbündeter. Selbst die US-Botschaft in Berlin gilt inzwischen als möglicher Lauschposten. Nach dem 11. September spielt Überwachung für die Vereinigten Staaten eine zentrale Rolle, durchaus toleriert von den meisten Amerikanern. Jackson Janes ist ein Kenner der deutsch-amerikanischen Beziehungen, weiß um die Datensammelwut der USA. Er erwartet von Obama eine Erklärung. Es muss eigentlich meiner Meinung nach ihm peinlich sein, wenn etwa berichtet wird, Frau Merkel, eine engste Verbundene und nicht nur Frau Merkel, sich beschwert. Und ich glaube, er muss natürlich dann verstehen, er trägt die Verantwortung dafür, um zu erklären, worum es geht. Zur Aufklärung der Affäre fordern Opposition und SPD jetzt einen Untersuchungsausschuss. Merkel selbst hat trotz des Verdachts bisher nichts an ihrer Kommunikation geändert. Meistens nämlich nutzt sie ein nicht zertifiziertes Handy. Ich habe eine, wie ich eben schon andeutete, konsistente Logik meiner Gespräche. Und deshalb glaube ich, dass jeder, der mit mir redet, im Grundsatz immer das Gleiche hört. Die Kanzlerin will nicht nur eine Freundin der USA sein, sondern wie eine Freundin behandelt werden. Und zwar auch von den Geheimdiensten.
das ist einfach meine Befindlichkeit und da müssen wir für die Zukunft etwas verändern. Und ich habe den Eindruck, dass der amerikanische Präsident hier auch durchaus sieht, dass das notwendig ist. So, und bei mir ist jetzt Wolfgang Bosbach, langjähriger Vorsitzender des Innenausschusses des Deutschen Bundestages. Guten Abend, Herr Bosbach. Guten Abend, Herr Becker. Herr Bosbach, mal Hand aufs Herz. Waren Sie eigentlich überrascht, als Sie gehört haben, das Handy der Kanzlerin wird abgehört? Hätte man sowas nicht ahnen können oder sogar ahnen müssen? Wir alle waren überrascht, zumal Präsident Obama während seines Berlin-Besuches im Juni diesen Jahres noch erklärt hatte, dass in Deutschland deutsches Recht beachtet wird, auch von den USA. Und das ist eine eklatante Rechtsverletzung, mit der hat nicht nur die Kanzlerin nicht gerechnet. Da hat also der US-Präsident, als er hier war, die Bundeskanzlerin dreist angelogen? Stellt sich natürlich die Frage, was er gewusst hat. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass Präsident Obama überhaupt keine Kenntnis davon hatte, aus welchen Gründen, in welchem Zeitraum, nicht nur, aber auch die Bundeskanzlerin seitens der Amerikaner überwacht wird. Wie schwer ist denn jetzt das deutsch-amerikanische Verhältnis gestört? Kann man überhaupt noch mal glauben, dass die Amerikaner irgendjemand nicht ausspionieren? Die jetzige Affäre ist eine erhebliche Belastung für das deutsch-amerikanische Verhältnis. Ich hoffe nicht, dass diese Belastung auf Dauer das traditionell gute Verhältnis beeinträchtigen wird. Aber wir betonen ja immer wieder, wir befinden uns auch und gerade mit den USA in einer Wertegemeinschaft. Und zu diesen Werten müssen ja in erster Linie die Grund- und Bürgerrechte gehören. Übrigens völlig unabhängig davon, ob Otto Normalverbraucher betroffen ist oder die Bundeskanzlerin. Das heißt, es ist jetzt an den USA, dieses doch stark erschütterte Vertrauen durch geeignete Maßnahmen wiederherzustellen. Herr Bosbach, es drängt sich der Eindruck auf, vor Wochen, als es schon mal um die Abhöraffäre der NSA ging, da hat sich die Bundesregierung viel zu schnell, viel zu billig mit wachsweichen Erklärungen abspeisen lassen. Können Sie den Eindruck nachvollziehen? Ich kann verstehen, dass dieser Eindruck entstehen konnte. Es waren ja verschiedene Komplexe. Es wurde ja unter anderem der Vorwurf erhoben, in Deutschland würde deutsches Recht gebrochen, möglicherweise sogar Strafrecht. Da wusste man ja von dem Abhören der Kanzlerin noch nichts. Die übrigen Vorwürfe konnten ausgeräumt werden. Es ist der Eindruck auch entstanden, deutsche Behörden hätten illegal Daten erhoben und weitergegeben. Auch diese Vorwürfe konnten ausgeräumt werden. Aber insgesamt war dieser NSA-Abhörkomplex nie abgeschlossen. Der Fragenkatalog ist immer noch nicht beantwortet worden. Genau richtig. Am 11. Juni sind ja eine ganze Reihe von Fragen gestellt worden. Sowohl im Übrigen an die Amerikaner als auch an die Briten. Die sind ja auch nachrichtendienstlich intensiv unterwegs. Linke, SPD, auch Grüne fordern nicht nur eine Sondersitzung, sondern auch einen Untersuchungsausschuss. Gehen Sie damit? Die Frage, was soll untersucht werden, wenn Untersuchungsgegenstand sein soll, die amerikanische Abhörpraxis, also das Tätigwerden der NSA, nicht nur, aber auch zulasten deutscher Grundrechtsträger. Dann stellt sich die Frage, wie wir das aufklären können, ohne Hinzuziehung von Zeugen, von Akten, von Urkunden, die man auswerten kann. Ich fürchte, da werden wir nicht die Beweismittel haben, um das abschließend klären zu können. Aber muss jetzt nicht ein klares Zeichen mal Richtung Washington gesetzt werden? Freihandelsabkommen aussetzen, die Verhandlungen dazu, das eine Forderung, das SWIFT-Abkommen zur Weitergabe von Bankdaten erstmal aussetzen, ist eine andere Forderung, strafrechtliche Verfolgung. Was muss passieren? Also alleine mit der Einbestellung des Botschafters ist es nicht getan. Das war richtig und wichtig, aber nicht ausreichend. Jetzt brauchen wir die Themen No-Spy-Abkommen. Da stellt sich übrigens die Frage, warum brauchen wir eigentlich ein solches Abkommen, wenn die Amerikaner sagen, wir richten uns nach Recht und Gesetz. Dazu gehört das Thema Freihandelsabkommen USA. Europa. Ich bin nicht dafür, dass wir die Gespräche abbrechen, aber wir brauchen ein dickes Kapitel Datenschutz und Datensicherheit. Dazu gehören übrigens auch die Themen Safe Harbor Abkommen. Auch darüber müssen wir sprechen und auch über SWIFT. Die haben die Amerikaner erhebliche Interessen und wir haben die Interessen, dass unsere Grundrechte gewahrt bleiben. Herr Bosbach, vielen Dank für das Gespräch. Mütterrente, Pflegereform, mehr Geld für Bildung und Infrastruktur, mehr Geld für die Länder. Die Wunschliste der schwarz-roten Koalitionäre ist lang und teuer. Und die Frage, wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld, hat noch keiner der beiden Wunschpartner schlüssig beantwortet. Dabei gilt auch für ein Bündnis von Union und SPD, ohne Moos nichts los. Also doch irgendwann Steuererhöhungen oder Sozialabgaben rauf oder gibt es irgendwo ein Sparschwein, das jetzt dran glauben muss? Klar ist, eine große Koalition wird teuer. Wie teuer sie für den Steuerzahler wird, ist noch offen. Norbert Karius.